Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Tag 1 vom neuen Event, der Schlüpfmarathon. Ich habe ein paar Eier am Start. Wir werden eine Menge brüten, eine Menge Staub machen. Es gibt Doppelstaub und Doppelbonbons fürs Brüten. Erste Thematik, erstes Problem natürlich, wenn man keine Brutmaschine hat, wenn man nicht viel brütet. Was bringt das Event, was bringt der Schlüpfmarathon? Eure Meinung unten in die Kommentare. Und bevor ich es wieder vergesse, weil im Video gestern habe ich es vergessen, wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich habe jetzt ein paar Eier am Start. Und was ich mich frage ist, soll ich noch die 7er brüten? Was ist da momentan alles drin? Ist da nochmal ein Faxo und mal ein Tirps und sowas drin? Ich denke schon noch. Außerdem brüte ich eh so viel. Da denke ich, werde ich die 7er durchbrüten, weil man kann maximal 20 Geschenke öffnen. Aus den 20 Geschenken kommen nicht genau 20 Eier. Sprich, die werde ich eh wegbrüten und dann die normalen, weil 5er und 10er sind erhöht. 5er, ja, aber 10er ist gut. Außer man bekommt irgendwie Voltilam oder Tarnel oder sowas. Wobei Tarnel 100er ist schon geil, aber es gibt schon ein paar sehr schlechte 10er momentan. Ja, das ist so der Plan. Einfach eine Menge brüten. Und Feldforschung habe ich auch am Start. An sich brauche ich noch jeden auf 100, außer Ho-Oh. An sich brauche ich noch jeden Shiny, außer Lugia und Arctos. Aber am liebsten wahrscheinlich ein Raikou. Für eine Freundin, die braucht noch ein paar gute Raikous. Kann ich hier dann tauschen. Oder Suicune 100. Das einzige, den ich noch nicht gemaxt habe. 1464. Ich kann die Zahlen nicht auswendig für die. Wir lassen uns überraschen. Erster Ball drin. Das freut mich. IV-Check. Naja. Alter, schaut mal, was ich hier habe, Mann. Die Weiterentwicklung vom Frosch. Immer gelbe Berge. Das bringt einfach zu viele Bonbons. Auch wenn es ein neuer Decksantrag ist. Wir erinnern uns an die Weiterentwicklung von Bamelin, die mir geflohen ist. Aber es hat funktioniert. Bam. Neuer Decksantrag. Und 10 Bonbons. Übrigens, die Sachen sind jetzt echt sehr, sehr häufig. In dem Video, das ihr heute seht, habe ich gefragt, ob euch irgendwas aufgefallen ist, ob die jetzt öfter spawnen, aber die spawnen auf jeden Fall sehr, sehr oft jetzt. Oder zumindest öfters als davor. Ich habe hier noch einen Pion Skoga. Also die Dinger sind jetzt echt relativ häufig. Ist ein bisschen windig, aber ich denke, es geht auch ohne Windschutz. Ich setze mich hier gerade in der Arena. Habe auch zweimal die Ergodactyl Quest bekommen. Ich habe in dem Video, was ihr heute seht, also für euch gestern, wenn ihr das hier seht, kurz die Quest besprochen. Und ich hatte eigentlich auch den gesehen, Ergodactyl, aber dann war es nirgendwo auf den Grafiken zu sehen. Jetzt haben die es irgendwie hinzugefügt. War, keine Ahnung, irgendwie unbestätigt oder so. Aber jetzt ist Ergodactyl am Start. Moment, setze mich mal rein. Und zwar muss man ein Pokémon entwickeln mit einem Entwicklungs-Item. Setzen wir mal den Frosch hier rein. Das heißt natürlich auch Sinnohstein. Aber auch die alten, also ich habe jetzt hier noch ein Fleckmon, das ich einfach so für EP entwickle. Der kriegt eine Krone. Da unten seht ihr es, bam, sogar zweimal entdeckt. Dann können sich die Leute hier ein Aerodactyl abholen für die Meltan Quest, natürlich sehr gut, wer sich da keinen aufgehoben hat. Ansonsten Shiny und Lucky. Wir können mal unsere abholen. Vielleicht habe ich da irgendwas Gescheites. Ne. Und Nummer 2. Ne. Wir haben unsere erste Ladung Eier, Leute. Ich stelle mich mal so an die Seite. Ich bin gespannt, was in den 7ern jetzt so alles drin ist. Wahrscheinlich wieder vermehrt Alolas. Ich hoffe nicht. Wobei 100er Alola Dicta
könnte ich mir schon gönnen. Nummer 2. Cosilla. Hat der Cosilla Boy so gar nicht. Und das ist auch ein Skorpion. Den gönnen wir uns auch direkt danach. Ist so. Leider nicht shiny. Und leider nicht 100. Und 2 Ei habe ich auch am Start. Aus dem 2 Ei kann nichts kommen. Was interessant ist, oder? Wobei ein 100er von denen. Aber da weiß ich die Ei jetzt nicht. Muss ich mal checken. Und ein 10er. 10er haben wir auch am Start. Interessant. Und. Ich weiß nicht. Davor hätte ich mich gefreut, aber heute spawnt er so häufig. Ich meine, 55 Bonbons ist schon saftig, aber okay. Alter, die Eier sind aber auch durcheinander. 7er, 2er, 10er, 7er. Knospi. Boy jetzt nicht unbedingt. Weder shiny noch 100. Das war's. Das war's. Ja, wir müssen die Eier auffüllen. Erstmal mit 7ern, bis ich heute keine Geschenke mehr aufmachen kann. Und dann einfach was aus den Stops kommt. Schreibt noch in den Kommentaren, wie es bei euch so läuft. Was habt ihr schon gebrütet? Alter Leute, da ist er endlich. Ich hatte ihn davor einmal auf Sightings. Jetzt ist er endlich da. Finneon. Wie lange habe ich auf dich gewartet? Okay, ich tue so, als hätte ich Jagd auf ihn gewartet. Aber endlich habe ich auch einen, oder? Ja, endlich habe ich auch einen. So. Gönnen wir uns direkt einen 100er, oder nicht? Neuer Pokédex-Eintrag. Heute 2 neue Einträge wieder mal. Heftig. So. Wir brüten jetzt noch ein paar Sachen und dann. Oh. Jetzt hätte ich es vorher gesagt. Ein Ei ist am Start. Und es ist ein Pi. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen brüten und dann schauen wir mal. Nächstes Ei. Ist aber nur eins. Riolo. Oder nee, Mantur. Oh, Pichu. Aber ohne Mütze. Ich habe hier noch ein Ei am Start. Wir sind jetzt in Menge gegangen. Nächste paar Eier, die nächste Runde müsste gleich kommen. Punita. Naja. Hätte shiny sein können. Schauen wir kurz. 200 Meter hoch. Perfekt. Und meine U-Bahn kommt noch nicht. Schade. Nicht shiny. Okay. Ich wollte schon sagen, nur ein einziger. Müssten 5 oder so sein. 6. Von denen habe ich schon 3,98er. Also nur ein 100er kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich weiter 7er brüten soll. Weil die sind nicht wirklich toll. 4,77, ne. Und die bringen ja genauso viel Staub wie 5er, also von den Kilometern her lohnt es sich eigentlich nicht. Muss ich mir noch überlegen. Magpi. So. Lasst euch nicht verwirren, ablenken von der Musik. Oh, Magpi. Aber leider nicht training. IV, schlechter als der davor. Und das war's leider, Leute. Das war's, glaube ich, ja. Das war's erstmal. Ich bin wieder zu Hause. Erstmal fertig mit Brüten für heute. Es geht noch die nächsten 2 Wochen weiter so. Mal schauen, ich bin echt gespannt, wie viel Staub ich machen kann. Am Ende des Events ist Heatran weg. Und das ist das nächste Pokémon, das ich maxen werde. Dementsprechend, bis dahin können wir schon sparen. Es sei denn, es passiert irgendwas und ich brauche irgendwas, was ich dazwischen mal pushen muss. Abgesehen davon, vielleicht noch 2 interessante Sachen. Neue Safari-Zone wurde angekündigt, aber in Brasilien. Shiny Anton anscheinend. Die 3 Starter von Gen 4, Sinnoh, sind am Start. Kidwurm ist am Start. Und Relikant für die Brasilianer oder Südamerikaner. Ich meine, wie geil wäre es, wenn wir zu jeder Safari-Zone fahren oder fliegen können, aber auf dem Level sind wir leider nicht. Mal schauen, wann die Safari-Zone für Deutschland 2019 angekündigt wird und wo die sein wird. Da können wir auf jeden Fall am Start sein. Aber Brasilien leider nicht. Andere Sache, momentan gibt es ein paar Raids, die können wir kurz durchgehen, nichts allzu Besonderes,
was mein Interesse, mein Auge geweckt hat, aber vielleicht irgendwas für euch Interessantes dabei. X-Rated Deoxys, heute kommt die Einladung. Wenn ihr das Video seht, dann kamen die Einladungen gestern Abend. Ich hoffe, ihr habt eine bekommen. Der legendäre Seedran noch bis zum 15. am Start. Alola Knogger ist noch am Start, ihr wisst, den gibt's Shiny. Dann 3 4er Gesteins-Pokémon. Despotar, Geowatz, Rizoros. Und alle drei von denen kann man solo jetzt machen. Hauptsächlich mit Wetterboost, aber Rizoros sogar ohne. Einfach mit Kyogre rein und draufhauen. Dreier, leider für mich nichts Interessantes dabei. Starmie, Donphan, Alola Raichu. Der geht noch, den kann man Shiny bekommen. Machomai und Tohaido. Zweier, Kapilz, Sandama, Flunkiefer, Tyrakrok. Ihr wisst, demnächst Kanimani Seedai. Einser, Bamelin, Carpador, Walmer, Makuhita und Shinux. Vier von denen gibt es als Shiny. Und diese Raids gibt es noch, bis Heatran ersetzt wird durch den neuen 5er Legendären. Mal schauen, wer das sein wird. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Brüten. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.